Und die Kampfrunden beginnen. 14, Kasim. Jawohl, hab ich noch, Sekunde. Drei. Ich hab die hier kann ich nicht direkt sehen, oder? Nein, zwei. Okay, dann Eins. Rückzug und Parade offen behalten. Rückzug. Du rennst. Die Raubritter sind dran. Die Raubritter sammeln sich und zwar um den Turm herum. Sie wissen nicht genau, was passiert ist, aber das war die Ansage. Das heißt, sie bewegen sich. Zidon, Otto, du musst mal bitte dich muten, wenn du gerade etwas nicht machst oder so. Oh, ich dachte, ich war noch gemutet. Nee. Sorry. Sie bewegen sich dahin, dahin und die vom Tor bleiben stehen, machen das Tor auf für die andere Patrouille. Und die laufen hierhin, der läuft dahin, die wissen nicht genau, was passiert ist. Weitere Alarmrufe, und zwar von überall, auch von denen hier. Das ist deren Aktion, der Rest wird zum Parieren aufgespart. Edgy. Ich würde dort vorne hinlaufen. Okay, eine Aktion Position, noch was? Nein, Parade auf schon. Dann ist Zidon dran. Ja, ich würde mal jetzt den Hang runterrutschen, weil ja offensichtlich die Kampfhandlung losgeht. Körperbeherrschungsprobe plus 4. Genau, Körperbeherrschung plus 4 und dann könntest du dich quasi sogar noch einmal bewegen. Das ist gelungen. Dann stehst du unten am Bach. Wohin noch? Ja, 8 Schritt. Ich 8 Schritt komme ich dann bis hinter dieses Haus. Kannst du versuchen. Nicht ganz. Nee, das Haus vorne. Welches hier? Ja, genau das. Also du stehst jetzt hier unten und jetzt Ja. 8, beziehungsweise du bist, wie bist Dann du stehe gerüstet? ich. Geschwindigkeit 7, 6? Habe mittlere Rüstung. Ich kann also mal gucken, was meine. Dann sind es wahrscheinlich nur 6 Meter oder so. Plus ein paar freie Aktionen, Schritt. Du wirst auf alle Fälle gesehen von denen. Die sehen das. Ja, nee, ich glaube, ich gehe mal zu meinen Kollegen dann. Das ist vermutlich sicherer. Wo steht mein Geschwindigkeitswert? Ist der oben vorne auf dem Charakterbogen? Normalerweise ist der 8 für alle Menschen und dann Behinderung wird abgezogen. Also kommt dann halt auf deine Rüstung und deine Behinderung an. Gut, dann kannst du über den Bach springen, die sehen dich trotzdem. Also du kannst nicht in den Schatten des Dann werde Gebäudes ich rennen. gesehen und dann würde ich doch das Schild heben, weil das habe ich auch noch. Ja, du kannst es dir vom Rücken abstreifen, das kannst du dann nächste Aktion tun, diese Kampfrunde nicht mehr. Achso, dann Ronga. würde ich das statt im Laufen machen und da fühle ich mich, glaube ich, sicherer. Sorry, so, das geht noch. Ronga. Ja, eine Aktion, Wurfspeer vom Rücken ziehen und neben mir in den Boden stecken, damit der Griff bereit ist. Und zweite Aktion, ich orientiere mich. Ja, das kannst du jetzt auf alle Fälle machen. Ich bleibe immer noch in der Nische mit ein wenig Leinen behangen, wo man mich im ersten Augenblick nicht sieht und nicht erwartet. Goggle. Wird mich der Ritter innerhalb dieser Kampfrunde noch erreichen? Die Ritter haben in dieser sowieso alles getan. Oh, Entschuldigung, ich meine Zidon. Zidon, nee, in dieser Kampfrunde Ja. nicht mehr. In der nächsten vielleicht, wenn er sprintet, ja. Wenn er nicht sprintet, nein. Warte Drei. mal, ich muss mal gucken, ob ich hier Line of Sight habe. Ja. Dann gehe ich zu Kasim da an die Hausecke. Und dann beginne ich auf einen von den Mordbrennern hier zu zielen. Okay, oh, das wird knapp, aber ja. Lass ich zu, kannst anfangen zu zielen. Eine Aktion Position, eine Aktion zielen. Goggle. Ich Stehst würde oben auf dem Dach. gerne sich verstecken würfeln, damit die mich auf dem Dach nicht entdecken. Ja, würfel mal. Ah. Konträr gegen die Sinnesschärfeprobe von denen. Ja. Moment da. Die Dunkelheit spielt hier natürlich in die Karten. Wäre also eine zusätzliche plus 8. Schaffen sie nicht. Du hast dich versteckt. Genau, dann würde ich gerne einen weiteren Pfeil auf die Sehne legen. Ja. Dann, du kannst sehen, wie Nagrascha, die hatte zwar um Hilfe gerufen, hat aber noch keine Aktion benutzt. Und du spürst wohl mehr ihren Blick, als dass du ihn siehst. Und du kannst den Wind flüstern hören. Die Jagd hat begonnen. Nächste Kampfrunde. 14.
Jawohl. Dass die Jagd hat begonnen, das hat nur Grogge gehört. Das ist schade. So, dann macht Kasim jetzt nämlich das, was logisch ist, sich einmal vorgucken. Mhm. Okay. Drei Aktionen. Ja. Dann Line of Sight. Die Kollegen Schockfrosten. Frigosphäre aus dem Stab ziehen. Okay. Ich nehme mir dafür gerne auch zwei Aktionen Zeit, wenn ich dafür unbemerkt bleiben kann. Also sie haben auf alle Fälle ihn entdeckt. Dich, ja, gucken wir mal, Sinnschärfeprobe. Du bist nicht versteckt, es ist aber dunkel. Doch, die gebe ich ihnen. Die würden das sehen. Okay. Und ja, gut. Sie bewegen sich auf alle Fälle. Du hast die Line of Sight. Du hast angesetzt. Sie bewegen sich allerdings vorher. Und zwar aus deiner Line of Sight heraus. Sturmangriff. Zwei Stück hier. Und Groggel haben sie leider nicht gesehen. Aber einer läuft hier hin. Der andere läuft. Sie haben dich gesehen, aber ja, genau, sie fallen dir in den Rücken. Finde ich gut. Offen beide mit Aktionposition hier. Ja, ich habe angesagt, dass ich den Stabzauber auslöse. Ich muss den Stabzauber jetzt genau auslösen. Genau das. Genau, und deshalb bin ich froh, dass es ein Frigosphäre und kein Ding ist, weil den kann ich noch fernlenken. Okay. Braucht man da eine Probe und, für? Nein, das ist quasi durch die Telekinese-Komponente des Zaubers abgelenkt, aber ich habe halt leider keine Option. Außer ihn jetzt auf das einzige noch für mich sichtbare Ziel zu donnern. Und das ist die Kollegin hier oben. Und für eine Person ist der Zauber halt wasted. Ja, hau rein. So. Dann Kasim ist fertig. Die Raubritter haben sich bewegt. Es kommt aber der Sturmangriff auf Zidon. Das bedeutet... Sturmangriff mit einem reißenden Schwert ist eine plus 4 und ich gebe mir eine Finte 4, ja. Zwei Stück, 1, 2. Einer würde treffen, den anderen darfst du Passier schlagen. Ja, ich muss das gerade mal gucken. Ich habe hier mein Schild, wie nutze ich den da unten? Genau, wir schauen einfach mal rein. Das war eine Finte, ne? Das war eine Finte 4, genau. Das heißt, du würfelst einfach mal die Parade auf deinen Schild. Das ist dieser hier. 4 gewürfelt. Das heißt, du hast den Sturmangriff pariert. Wunderbar. Und du kannst den anderen Passier schlagen. Ich würfel trotzdem mal den Schaden von meinem reißenden Schwert, denn der Bruchfaktor von deinem Schild muss beachtet werden. Das wären 14, 18... 18, das ist auf alle Fälle der Bruchfaktor von deinem Schild, steigt um 1. Wir würfeln eine Bruchfaktorprobe. Er ist nicht zerbrochen und der Bruchfaktor steigt von 3 auf 4. Dann kannst du einen Passierschlag auf den Mordbrenner starten. Ist der Schwert? Ja, um 8. Um 8, okay. Also das kostet dich aber auch, dann trage ich mal nee, gar nicht plus 8. Genau, plus 8. Kostet dich aber auch nur eine freie Aktion, keine ganze. Und dann klicke ich einfach auf den, da der Würfel ist, dieses schwarze Klotz gewesen, ne? So, du musst klicken auf die, du kämpfst mit deinem Speer, ne? Ja. Ne, das ist der Schaden, du musst erstmal die Attacke, AT, die 14, die 15 musst du würfeln. Ah, okay. Habe ich jetzt gerade mal für dich gemacht. Du müsstest eine 15 plus 8 schaffen, hast du nicht geschafft, das heißt kein Passierstoß mit dem Speer. Und dann sind die Raubritter durch. Pergin? Ich würde weiter... sehen mich die beiden Mordbrenner? Also der Raubritter und der jetzt Mordbrenner? Jetzt ja. Dann würde ich mein Schild gezogen, mein Speer gezogen und dann abwarten. Parade offen halten. Mhm. Der Frigosphäre ist nicht durchgegangen, die wirken verpufft, völlig wirkungslos. Nö, er explodiert bei dir. Ich bin dagegen. Du hast auf alle Fälle den aus deinem, also du hast den in den Stab gesprochen, das heißt, der ist da drin. Ja genau, aber wenn du die Probe nur verkackst, verpufft er wirkungslos. Damit er losgeht, musst du patzen. Du kriegst trotzdem 1W6 Schaden. Die nehme ich. Ja.
Ja. Das ist. Gönnung. Und ich gebe Goggle 2 Meter Abstand. Ich gebe dir nochmal 3 SP von. Oder 3 TP, Entschuldigung. 3 Eis-TP von Kasims. Denn der steht genau neben dir. Okay. Dann ist Perjin fertig. Sidon, du darfst. Ich weiß nicht, welches das Richtige ist, aber ich würde es gerne mal mit einem Niederwerfen oder Umreißen versuchen auf eine der Wachen, die vor mir stehen. Eine Aktion hast du noch. Mit deinem Speer. Das ist der Plan. Genau, was ist das für eine... Ich glaube eine plus 4, ne? Honga weiß das. Nein, plus 8 ist Umreißen. Niederwerfen ist 4. Genau. Niederwerfen bringt aber die aber auch auf Liegen, ne? Niederwerfen muss er dann auch gegen Körperkraft würfeln, auf Umreißen gegen Gewandtheit. Erschwert um den Schaden, den du verursacht hast. Okay, ich würde es dann mal mit dem plus 4 versuchen, das wirkt dann doch sinnvoller. Das bessere von beiden ist Umreißen, aber... Umreißen ist halt plus 8, ne? Genau, ist ja, auch ein größeres nicht so Risiko. Hoch ist. Meiner T ist 15. Ja. Ja, dann 3, ist es ein sehr hohes Risiko. 2, 1. Ja, ich mach das Umreißen. Also plus 8. Hm. Ja, let's go, boys. Los. Das reicht nicht. Schade, ein Punkt. Dann ist deine nächste Aktion um 8 Punkte erschwert. Sehr schön. Oh, das wird böse. Du hast ansonsten einmal pariert. Du hättest noch eine Parade offen, passiert aber nichts. Goggelmoggel. Ja, freie Aktion Schritt. Ein Schritt nach vorne. Hauptsache weg von Kasim. Nee, ich möchte in die mittlere Entfernungskategorie für diesen Raubritter kommen. Okay. Ich schmeiße meinen Wurfspeer. Das ist eigentlich eine plus 6er Erschwernis durch Entfernung und Zielgröße. Durch meine eine Aktion zielen wird die auf minus bzw. um auf 5 reduzierte Erschwernis. Er läuft auf dich zu, normalerweise schnell, aber weil es auf dich zu ist, beziehungsweise ganz grob in deine Richtung. Hätte ich jetzt gerade eben erst entdeckt, ist trotzdem eine leichte Bewegung. Plus das Plus ist in Ordnung. Sichtverhältnisse, du hast Nachtsicht, ne? Im Gegensatz zu deinem Ich habe Nachtsicht. Dann hau mal rein. Ich habe mal reingehauen. 19? Aber ich habe 28er Wert. Okay. Hast du, wow, krass. Warum hast du nicht noch mehr Schönes genommen? Weil ich nur eine, also die Aktion fürs Zielen verwendet habe und nicht für die Ansage. Gut, ist das ein Angriff zum Niederwerfen beim Wurfspiel? Ja. Ich glaube, ist immer, ne? Immer. Ja, und mit der Wundschwelle gibt es noch was, sagt immer. Ist, glaube ich, wie bei Pfeilen minus 2. Nee, die ist sogar noch krasser, meine ich. Achte mal, ich gucke das gerade mal nach. Ich würfel gerade schon mal eine Körperkraftprobe, die ist aber gelungen, wenn sie nicht erschwert ist. Aber den Schaden kannst du mir auf alle Fälle schon mal reindrücken. Gegen den welchen Mordbrenner? Lass mal gucken. Den vorderen, denke ich. Vorderen, ja, alles klar. Auf den habe ich bessere Line of Sight. Hauptritter ist das, ja, gut. So, Wurfspeer. Treffer mit dieser Waffe verursacht eine Wunde bei einer Schadensschwelle von halber Konstitution minus 2. Wie beim Pfeil. Gut, dann kannst du Schaden machen. Ja, habe ich gewürfelt. Brauchst du noch eine Zone? Ja, kannst du mir schon mal so selber geben, klar. Da kommt auch noch was drauf, plus 3 oder so für die Entfernung. Auf den Schaden. Nee, der ist auf der mittleren Entfernung. Wurfspeer hat 15, 15. Gut, dann so, 9 okay. Minus 4 sind 5 SP. Und... Wenn es das war, hast du noch eine Aktion? Ja, habe ich. Also das ist halt nur eine gewesen, weil ich ja schon gezielt hatte. Was war denn jetzt mit dem Niederwerfen-Angriff? Hattest du das schon gemacht? Hat er geschafft. Also 16, okay. Also gerade 16, ja. Ah, okay, gut. Der hat mich ja jetzt wahrscheinlich bemerkt. Dann möchte ich gerne meine Aktion aufwenden, um hinter das Haus zu laufen, wo Perjin gerade ist. Wo Perjin gerade hin will. Okay, dann ist Goggelmoggel durch. Also hier so. Honga.
Ja, und zwar die beiden, die gerade beworfen wurden mit dem Wurfspeer. Die haben mich hoffentlich noch nicht bemerkt. Zumindest war ich da versteckt und ich möchte meinen Hinterhalt zuschnappen lassen und mit gezielten Stichen gegen sie vorgehen. Ja, also was heißt versteckt? Du standst halt hinter der Häusermauer, aber bist du regeltechnisch versteckt? Ich habe sich Versteckenprobe gewürfelt mit 4 Punkten. Mit 4 Punkten? Also, da würfel ich immer meine Sinneschärfe gegen. Nee, reicht nicht. Ja, okay, dann wissen sie, dass ich da bin, dann kriegen die trotzdem 2 gezielte Stiche. Ja, das kannst du ihnen auf alle Fälle geben. Aber die ist nicht erleichtert. Von vorne? So, was haben die für eine Rüstung? 4. Ein Waffenmeister erleichtert mir den gezielten Stich um 2, deswegen plus 2 durch Rüstung, plus 2 durch Basiserschwernis, ist eine Erschwernis von 4. Mhm. Für den ersten und 8 dann für den zweiten. Die haben sich bisher, ich glaube, die haben sich nur einmal bewegt, ne? Die haben sich nur bewegt, ja. Ah, 2, 3. Der andere trifft auch, ne? Oh, gelungen. Klockst mit deinem Speer gegen den Schild. Ja, die Paraden hatte ich bitte noch. Grogel. Ich würde gerne auf die blöde Trulla zielen, so dass sie mich weiterhin nicht bemerkt. Hoffentlich. Zielen? Zielen? Ja, ich würde die beiden Aktionen aufwenden, um auf die olle Trulla zu zielen. Mhm, okay. Dann ziele ich mal nicht, sondern mache einfach einen direkten Schuss, und zwar auf dich. In der Dunkelheit, auf ein goblengroßes Ziel. Ich mache einfach mal eine... wenn ich eine Wucht ansagen will, muss ich mehr zielen, ne? Ich mache mal eine Wucht 4. 14 Punkte übrig. 10 Punkte, die ich ausweichen müsste, dann durch Dunkelheit, aber sie ist entfernungssichtig, sie ist dämmerungssichtig. Das sollte trotzdem gelungen sein. Wucht 4 sind 14 TP mit Wunschwelle minus 2. Au. Wo trifft mich das ganze Blödsinn? Ja, ich gucke mir gerade mal die Trefferzone an. In dein Schildarm. Da bin ich semi-gut gerüstet. Das heißt, 2 gehen runter, sind noch 12 über. Du hörst, wie der Wind nach dir schnuppert und die Fährte aufgenommen hat. Du blutest. Diese Jagd wird heute Nacht enden. 14, Kasim. Mal ganz kurz. Ich muss hier noch so eine Selbstbeherrschung machen. Genau. Vielleicht fällst du auch einfach vom Dach. Ja, ich muss mal eben rechnen. Ja, würfel einfach mal. Wenn du halt irgendwie sowas wie Doppel-1 würfelst oder so, dann ist Rechnen möglich. Ja, ich habe eine Erschwernis von 2. Ja, siehst du. Weil ich eisern bin. Ja, bei so einer Probe kann man sich dann das Rechnen auch schenken. Deswegen immer erst einmal würfeln. Eine darfst du noch. Wegen Runden ignorieren. Kasim zieht das Eisschwert und orientiert sich. Ja, du musst es zum Eisschwert machen. Ja, das ist eine Aktion. Wollte ich gerade sagen, ne? Also die wollen wir nicht ignorieren. Orientierung, dann steigst du von der auf. Wobei, die haben mich ja, die Kollegen bei Ronka, die haben mich gesehen, oder? Ja. Die müssten aber definitiv einen Passierschlag von Ronka in Kauf nehmen, um zu mir zu kommen, ne? Du weißt nicht, was sie tun. Ach komm, ich zieh nur das Eisschwert und orientiere mich später. Ja, du bist jetzt dran. 3, ja, das tue ich jetzt. 2, 1. Ich bin nur gerade dabei, die. Dann verfällt der Rest. Wenn du sagst, du willst dich nicht orientieren, dann. So, der Rest ist halt Parade, ganz normal. Ja, genau, Parade. Punkt. Frau Britta. Sind dran. Ich fange an. Und zwar oben mit Zidon. 2 Attacken von ihnen. Das heißt, sie verzichten auf ihre Parade. Ich möchte dich so schnell wie möglich totprügeln. Ich mache Wuchtansagen. Und zwar 2-mal, immer mit 4. Reißendes Schwert. 1, 2, 3, 4. Das sind 1, 2, 3 getroffene.
Und du kannst natürlich parieren, wenn du möchtest. Aber nur einen, ne? Du kannst zwei parieren, du kannst auch umwandeln und eine dritte parieren. Dann hast du aber auch nichts mehr zum Attackieren. Das sind alles Wuchtschläge, ne? Aber da ist die Parade ganz normal. Das heißt, genau. Ich pariere auf meine 16. Ja, ich weiß nicht, hast du 16? Müsste drin sein. Steht bei mir zumindest. Ich kann mich beim dritten auch entscheiden, ob ich nochmal parieren möchte. Ne? Das muss ich nicht vorher klar machen. Also du musst dich jetzt entscheiden. Du kannst erstmal die 9 und die 3 kannst du erstmal parieren, das kannst du dir jetzt aussuchen. Achso, ja, okay. Aber dann pariere ich erstmal die 9 und die 3. So. So. Die sind sowieso offen. Durch Schildkampf 2 hast du die so oder so. Nicht gelungen. Ich habe noch Schicksalspunkte, ne? Ja. Jetzt würde ich neu würfeln. Schade. Was soll das denn heißen? Du hast einen Schicksalspunkt, ne? Den hast du noch nicht benutzt. Aber ich möchte nicht sterben. Ich habe das jetzt neu gewürfelt, das heißt, ich bin bei 12 und die Parade ist mir gelungen. Die 9 hast du abgewehrt. Dann hast du noch einen. Die 3 würde treffen und die 13 trifft. Das pariert. Mhm. Und dann gebe ich meinen Angriff auf, um die 13 auch noch abzuwehren. Das ist mein Bruchwert jetzt, ne? Ja, genau, der kommt gleich. Weißt du was, ich mach das jetzt schon mal. Würfel mal bitte deine Bruchfaktorprobe. 6. Dein Bruchfaktor steigt um 2 Punkte. Jetzt ist er auf der 6. Wie kann ich ihn steigern? Einfach reinklicken und dann sagst du von der 4 auf die 6. Eintrag, nein. Jo, habt gemacht. Ah, okay, danke. Ich möchte die 13 auch probieren. Ich habe jetzt keine Lust zu sterben. Obwohl ich habe 35 Lebenspunkte noch. Ja, eher ich möchte nochmal parieren. Gut, dann hast du keinen Angriff. Ja, passiert. Und die Parade ist um 4 erschwert, weil du deinen Angriff umwandelst, aber auch das ist gelungen. Und weil es ein Wuchtschlag war, ein Bruchfaktor bitte. Ich will nicht mehr. Dein Schild bricht. Ja. Oh, okay, passiert. Dann, bam, 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 bam. Die waren fertig, das waren die beiden. Nagrasha ist später dran. Der Mordbrenner läuft hier rüber. Der Mordbrenner läuft hier rüber. Und sieht Goggelmoggel. Ja, ich möchte vorziehen, mich verstecken. Ja, kannst du tun. Die anderen haben das Tor aufgemacht und laufen hier rüber und hier rüber. Die anderen kommen ebenso angerannt. Dann hab ich. Ich würde einen auf Ronga gehen und. Ach nee, komm, ich steche jetzt Ronga tot, ist mir egal. Was genau machen die? Wandeln die offensiv um? Okay, ja. Dann ziehe ich vor. Und zwar wandle ich auch offensiv um und gebe denen 2 gezielte Stiche rein. Wenn die nicht parieren, dann zeige ich denen, dass ich schneller bin. Hoffentlich. Ja, hoffentlich, dass du sie ja totstichst, sonst hast du ein großes Problem. Ja, da habe ich ein sehr großes Problem. So, der erste geht durch. Ja, Schaden. Und der zweite auch. Ich habe die direkt durchgewürfelt. Ja. 13, du ignorierst die Rüstung, sind 13 SP. 13 und 15. Und 15 SP. Und der zweite ist sogar auf dem Kopf. Verdoppelt. Ja, sind 30, dann ist der tot. Das hat er, also was heißt tot? Der wird wohl 35 Lebens, also er ist aus der dem Kampf. Der ist tot. Ja, vierte Wunde am Kopf. Es gibt keine vierte Wunde. Sterbend. Die Fluff-technische vierte Wunde. Sterbend. Und Torso, das ist aber nur 13, das ist halt nur eine Wunde. Das sind 1W6 zusätzlich. 2 Wunden durch den gezielten Stich. Wenn du eine machst, machst du automatisch eine zweite. Genau. Sind 2 Wunden, aber nur nochmal 4 SP. Und wir können ihm Wunden 1, 2. Genau, dann darf er noch eine Selbstbeherrschungsprobe machen. Vielleicht klappt er mir ja so um. Boah, wo wird Selbstbeherrschung gewürfelt? Was ist seine Wunschwelle? Mut K.O.K.K. Mut K.O.? Das sind Irrhalken-Radisten, die haben wahrscheinlich K.O. 16. Das reicht. Ja, dann bin ich dran. Kommt hin. Ich habe noch 2. Dann würde ich auch vorziehen. Okay, warte. Ich guck gerade mal. Du darfst vorziehen. Zumindest eine Aktion.
ich könnte einen Sturmangriff auf den Raubritter machen. Kannst du? Du bist aber nach dem ersten Schlag da. Du kannst den zweiten Schlag verhindern. Ja, mache ich. Ja, alles klar. Dann lauf zu. Dann kommt der erste Streich. Wucht 4. Oh, die Götter lieben mich. Oh, ist das eine... Dich besonders. 17 TP in den Kopf. Oh, der erste Wurf. Tut mir leid, hab einen zweiten. Wiederholen wir deinen Angriff. Oh. Also, das ist Gambling. Das geht auf die 15, aber ist mir egal. Schade, dass es nicht die 1 ist. Sehr schade. Aber der Schaden bleibt liegen. Dann bekommst du 17 in den Torso. Okay. Das ist eine Brustwunde. Vielleicht sogar eine zweite. Die zweite wird es wohl nicht sein. Hast du KO 16? Nee, ich hab Konzi 14. Ja, dann egal ob Eisern, dann... Achso, du hast eine Brustrüstung? Genau, ich will nochmal schauen, wie viel das war. Ich glaube, das war 4, weil ich mein gutes Kettenhemd nicht mehr habe. Rüstung da. Zumindest die erste Wunde. Brust, war das Bauch? Brust 5. Brust. Genau, Brust 5, das heißt, wie viel Schaden waren das? 13? Oder da kam noch 4 rauf? 17 und dann nochmal 4 zusätzlich. 17, das heißt 12 Schaden. Zusätzlich. Das ist. Und 5 echte SP durch Brustverletzung. Das sind 3 über der Wundschwelle, das heißt, ich mache eine Selbstbeherrschungsprobe. Mhm. Dann kommt Pergin angerutscht. Und weil wir stürmenden Regen haben, bitte vorher eine Athletikprobe. Oder Körperbeherrschung geht auch. Sturmangriffe körperlich, beziehungsweise bei Regen. Misslungen. Für dich schippen. Ja, wäre gut, sonst kriegst du einen Passierschlag. Ja, schipp ich. Wahrheit kommt wieder. Ich fange mal an mit dem Passierschlag für dich. Es sollte gelungen sein. Sind sagenhafte 10 TP. Kannst du die Rüstung abziehen? Wahrscheinlich 4, weil du überall 4 hast. Ich gucke nochmal auf die. 5 müsste ich haben. Okay, Trefferzone Bauch.